Hallöchen, ihr Lieben, und willkommen zu den Star Stable News zum 4.1.2017. Ich wollte jetzt gerade zwei Sätze in einem sagen. Und zwar, ja, es sind jetzt die ersten Star Stable News im Jahr 2017 von meiner Seite. Und es ist gleich zu Beginn des Jahres, sind neue Fellfarben der Mustangs erschienen. Und die wollte ich jetzt mit euch gemeinsam kurz mal ansehen. Ich fand die Farben hier so, die vorigen Farben hier schon so mega niedlich. Jetzt muss ich kurz mal gucken. Ich habe es mir extra noch nicht großartig angeguckt, ich habe sie nur auf dem Bild gesehen. Da haben wir einmal so einen hübschen Mausgrau. Also wirklich, finde ich wirklich schon sehr schön gelungen. Die Mähne und die Augen dazu sehen wirklich super aus. Gefällt mir total gut. Dann ist dazu gekommen ein, oh, ich würde mal sagen, so eine Mischung aus Strawberry Royale und so ein bisschen mit so Pünktchen. Finde ich wirklich auch sehr hübsch gelungen, muss ich aber sagen. Ist jetzt von den drei neuen nicht wirklich so mein Favorit, aber trotzdem wirklich sehr hübsch. Das kann ich hier nochmal zeigen. Hier, der hat so Pünktchen überall drauf. Und der dritte, und den persönlich finde ich am hübschesten im Bunde, man sieht eh schon, was hier los ist. Diesen, der ist ja der Oberhammer, oder? Oh, der ist so niedlich. Und eben, ihr kennt mich ja, dadurch, dass ich eben finde, dass sie das so super aufsehen, werde ich euch sogar jetzt dann nach den Star Stable News noch eine Pferdekauffolge hochladen. Und ich glaube, ihr wisst schon, wen wir nehmen werden. Aber ich finde irgendwie alle drei total niedlich. Oh, die sind so süß. Nee, aber holen werde ich mir vorerst nur einen. Okay, das war's soweit zu den neuen Pferden. Auf alle Fälle sind sie wieder sehr hübsch geworden. Sehr schön gemacht, Star Stable. Nein, des Weiteren gab es ja natürlich Kleidung in der Mall, Verzeihung. Die finde ich auch sehr hübsch, die werde ich mir da vermutlich gleich passend zum Kaufvideo dazu holen. Und des Weiteren gehen natürlich, die Woche kann man noch die Neujahrs- bzw. die Weihnachtsquests noch weitermachen. Zum Beispiel ich, da ich jetzt die letzten 10 Tage im Urlaub war, kann die Quest nachholen. Und vielleicht ist ja hier auch schon an der Videoqualität selbst aufgefallen. Ich konnte jetzt endlich mein Aufnahmeprogramm mal da ein bisschen... Ich habe die Fehler jetzt gefunden. Wer sich jetzt von den anderen Videos noch daran erinnern kann, die sind ja total bisschen, ja, total verpixelt, wenn ich mich mal schneller bewegt habe. Das ist jetzt aber nicht mehr der Fall. Ab jetzt gibt es wieder scharfe Videos, gestochen scharfe Qualität für euch. Und ja, ich habe euch auch als Jubiläum zum 500. Abonnenten ein Video hochgeladen. Das werde ich euch hier oben rechts in der Ecke nochmal verlinken. Könnt ihr auf das i klicken. Dort kommt ihr zum kleinen Jubiläumsvideo. Und zwar meine Top 5 der Rennen hier in Jervik. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen beim Ansehen. Könnt ihr gerne beim nächsten Mal wieder einschalten. Und ja, also... da ich es jetzt zeitlich irgendwie geschafft habe, das auch unterzubringen, wir sind momentan mitten im Umzug. Und ja, also, ich denke, wenn ich mich die Woche ransetze, könnte ich für euch nächste Woche wieder vorbereiten. An sich sind ja sogar Livestreams geplant, also ich werde das halt so ein bisschen kombinieren, dass wir einerseits eben wieder den geregelten Wochenplan einführen. Sollte das noch nicht zu 100% klappen, bitte verzeiht mir das. Andererseits gibt es dann nachher am Abend, je nachdem wie ich es schaffe, ich werde schauen, dass ich immer kleine Ankündigungen mache, vielleicht so kleine Levelrunden, da könnt ihr mich dann gern begleiten. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen und dann sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss.